Moin zusammen, hier ist euer Ori. Wir sind zurück bei unserem Kaiser Nikolas aus dem Hause Wessex hier in seinem heiligen Sachsenreich. Und unser Kaiser Nikolas ist zuletzt mit seiner Form oder mit seiner Art und Weise der Ausübung seiner Herrschaft irgendwie sehr, sehr gut zurechtgekommen. Mit seiner, naja, wie kann man es nennen, irgendwie laissez-faire, faul und nachsichtig, wie er ist, agiert er nur dort, wo es zwingend erforderlich ist, sieht über viele, ja, vielleicht auch Fehltritte und ja, Unachtsamkeiten, vielleicht auch über den einen oder anderen Affront seiner Vasallen nachsichtig hinweg, lässt sie gewähren und kann dadurch aber auch irgendwie seine Herrschaft bisher ohne größere Probleme, ohne größere Herausforderungen oder vor allem eben auch Gefahren bestreiten. Im Gegenteil, er findet immer wieder am Grund seines Kelches einen neuen Freund, hat sehr viele Freunde, keine Feinde. Also Kaiser Nikolas, denke ich, im Großen und Ganzen kann seine Herrschaft tatsächlich sehr genießen. Wir hatten zuletzt festgestellt, dass wir ein neues Dynastievermächtnis wählen können und ich denke, das sollten wir jetzt zu Beginn gleich einmal tun. Ganz kurz zur Erinnerung, weil es nicht so häufig vorkommt, wie ich das hier rollenspielerisch interpretiere. Ich wähle hier ein Dynastievermächtnis nicht quasi aus Sicht unseres Herrschers. Ich denke, so Vermächtnisse, das ist nichts, was man irgendwie entscheiden kann oder so etwas und leite das auch nicht von den Charaktereigenschaften ab, sondern ich mache mir Gedanken darüber, wie wird unsere Dynastie auf Grundlage der Geschehnisse der letzten Jahre, der letzten 20, 30 Jahre, also das, was sozusagen in der jüngeren Vergangenheit liegt, wie wird auf der Grundlage die Dynastie gesehen und bewertet? Und wir erinnern uns, dass diese Zeit natürlich sehr auch geprägt war, vor allem von unserem König und eben dann ersten Kaiser Elfwig, dem Gründer des heiligen Sachsenreiches. Er hat dieses Reich gegründet, auch daran erinnern wir uns, mit Unterstützung und in Absprache mit der katholischen Kirche und hat dieses Reich auch zu einem ganz bestimmten Zweck gegründet, denn es sollte der Bekämpfung der Heiden und Ungläubigen in Europa dienen. Dementsprechend finde ich, dass unser Elfwig das tatsächlich auch sehr gut und sehr erfolgreich getan hat und hier als Kaiser, und er ist dann neben dem Basileus vom Byzantinischen Kaiserreich auch einziger Großherrscher hier in Europa, dass hier dieser Punkt respektgebietend sehr gut passt, hier in dieser Zeile Ruhm. Das bringt uns am Ende Diplomatie, Lebenswandelerfahrung. Das ist tatsächlich etwas, was unserem Nikolas momentan auch hilft. Dort ist er ja unterwegs im Bereich Diplomatie und persönliche Komplotte werden nochmal zu 25% verstärkt. Das ist die Mechanik dahinter, aber wir werden dieses Vermächtnis jetzt hier einmal freischalten. Sehr, sehr gut. Ansonsten ist noch die Frage, tja, was macht jetzt unser Nikolas, wenn wir mal auf die Entscheidung schauen? Es gibt jetzt natürlich nichts, was ihn jetzt ja, irgendwie besonders reizt oder wo er jetzt große Anstrengung aufgrund seiner Faulheit irgendwie in Anspruch nehmen würde oder bereit wäre zu tun. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich dadurch, dass unsere angelsächsische Kultur ja so nach der letzten kulturellen Assimilierung auch so ein bisschen des Nordischen, des Hiberno-Nordischen, hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, ein Großopfer abzuhalten. Das ist etwas, was, glaube ich, unser Nikolas definitiv nicht tun wird, aber ich denke, wir dürfen gespannt sein, was für Herrscher vielleicht doch noch folgen werden und ob es dort vielleicht nochmal jemanden gibt, der so etwas machen würde. Interessant auf jeden Fall, dass es die Option gibt. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass unser Nikolas sich ja vielleicht mal auf eine Pilgerreise begeben könnte. Das, denke ich, schadet sicher nichts. Er wird natürlich keine große Reise machen. Er wird weder hier nach Santiago noch nach Rom, geschweige denn nach Jerusalem reisen. Aber es gibt ja auch Ziele in seiner unmittelbaren Nähe und das ist vielleicht dann eine Reise, die für ihn mal auch ganz in Ordnung ist. Dementsprechend werden wir mal eine Pilgerreise planen.
Und zwar hatten wir schon gesagt, in die Nähe an einen anderen Ort. Und das können doch dann eigentlich nur die Kirchen von Canterbury sein. Das ist das für ihn am einfachsten zu erreichende und naheliegendste Ziel im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann macht sich unser Kaiser hier mal auf den Weg und bereist auf diese Art und Weise hier auch ein wenig sein Kaiserreich und wird jetzt hier zu dieser Pilgerstätte sich auf den Weg machen. Also auf geht's. Ach Gott, und das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich hätte schwören können, dass das der richtige Weg ist. Weder Gemeingefährten noch ich finden den Weg zurück zur Route unserer Pilgerreise. Orientieren wir uns nachts überhaupt an den Sternen? Es kommt mir so vor, als hätten wir bereits Wochen vergeudet. Naja, bevor es hier noch Umwege zu gehen gibt und das alles noch deutlich länger dauert, wird sicherlich ein Ortskundiger gefragt. Eieiei, der will aber viel Geld dafür haben. Aber der scheint uns seinen richtigen Weg gewiesen zu haben. Endlich bin ich hier mit Leib und Seele am großen Gotteshaus von Canterbury. Als der Bischof mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Ich habe den heiligen Pfad beschritten. Sehr gut. Na gut, ehrlicherweise hat unser Kaiser sich natürlich auch eine beschwerliche Zeit jetzt ausgesucht. Er ist mitten in dem Winter hinein verreist. Das hätte er natürlich noch ein bisschen besser zeitlich planen können. Naja, aber dann ist er tatsächlich auch schon wieder zu Hause. Das war, glaube ich, eine Reise ganz in seinem Sinne. Und König Koll von Schweden meldet sich und möchte seine Eide leisten. Sehr, sehr schön. Schaut mal, hat hier tatsächlich auch eine sehr hohe Meinung unseres Kaisers. Das ist doch sehr, sehr schön. Naja, wird er mal hineingebracht. Scheint hier alles dann seinen Gang zu gehen. Und wie viel bringt er mit? 115 Gold. Nun ja. Die sind sicherlich in der kaiserlichen Schatztruhe gut angelegt. Und Hof halten kann unser Kaiser auch mal wieder. Ja. Auch das tut er ja nicht zu jeder Gelegenheit, auch aufgrund seiner Faulheit. Schauen wir mal, wann das der richtige Zeitpunkt wieder ist. Aber vielleicht noch deutlich interessanter ist die Geburt eines weiteren Sohnes. Oh, Plaisance, ihr wart so tapfer. So stark, Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf euch bin. Nun haben wir einen perfekten kleinen Sohn, einen zweiten Sohn. Wir schauen mal, wie er denn heißen soll. Edgar. Edgar ist vielleicht sogar gleich ein ganz schöner Name. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Und damit ist natürlich die Erbschaft unseres ersten Sohnes, Prinz Elfwick, der ja tatsächlich mittlerweile schon 18 Jahre alt ist, seine Verlobte 11 Jahre, eieiei. Sie ist zwar eine Wohlgestalt, aber charakterlich sadistisch und unersättlich. Eieiei, okay. Ja, wird er einige Titel sozusagen teilen müssen. Ich würde mal vermuten, dass nach aktuellem Stand dann der junge Edgar, oh, schaut mal, der ist robust und stattlich, dass er womöglich Jämterland erben würde nach aktuellem Stand. Wir schauen mal auf die Nachfolge. Genau, Jämterland mit Heralda, Helgum und Mora. Genau, so sieht es aus. Wie bitte? Verbotene Liebe? Zuerst hielt ich es für einen Scherz. Wie sollten denn mein Sohn Elfwick und seine Mutter Plaisance eine Affäre haben können? Doch beschreibt der Brief, den meine Spione abgefangen haben, Begegnung, wie sie kein Kind mit seiner, ja, eng verwandt mit seiner Mutter haben sollte. Wie bitte? Wie bitte? Leute, wisst ihr, was das bedeuten könnte? Es könnte am Ende des Tages auch bedeuten, dass Edgar nicht nur Bruder von Elfwick ist,
sondern auch Sohn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das Ganze scheint jetzt nicht nur ein Gerücht zu sein, sondern wir wissen jetzt hier von dem Geheimnis. Dass die beiden tatsächlich eine Affäre miteinander haben. Eine inzestuöse Affäre. Oh mein Gott. Uff, ist das eine schwierige Entscheidung. Unser Kaiser kann jetzt versuchen, diese Liebschaft zu vertuschen. Wir können dieses Geheimnis aufdecken, da bekommen wir ein bisschen Frömmigkeit und sie werden dann beide den Inzest-Trade auch bekommen, werden gebrandmarkt sein. Oder wir können sie einsperren, weil sie das Haus Wessex entehrt haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie weit geht jetzt die Nachsicht unseres Nikolas? Ich habe eben noch einleitend gesagt, dass alles für ihn so gut und so einfach läuft, weil er nachsichtig ist, weil er den Dingen ihren Lauf lässt, weil er sich im Grunde nicht einmischt, weil das für ihn nur Arbeit bedeutet. Aber dieser Fall... Also, er ist jetzt nicht besonders unfromm, hätte ich beinahe gesagt, aber er ist jetzt auch kein religiöser Eiferer oder sonst was. Das Verhältnis zu seiner Ehefrau... Ja, ich meine, wir wissen jetzt, jetzt haben wir minus 60, weil sie untreu ist. Mörder? Ach, das auch noch. Diese Dame hat sie außerdem umgebracht. Eieiei, da steckt hinter unserer arroganten Mitfühlen und eigentlich zufriedenen Plaisance doch deutlich mehr als gedacht. Ich meine, dass Edgar ihr Sohn ist. Er ist genauso wie sie, robust und stattlich. Das ist klar, aber die Frage ist, wer ist der Vater? Ist der Vater tatsächlich unser König oder ist es sein Bruder? Leute, ihr merkt, die Entscheidung fällt mir unglaublich schwer. Er könnte sie jetzt einfach einsperren, beide. Er bekommt dann Anspannung, weil er nachsichtig ist. Aber das Geheimnis wird trotzdem aufgedeckt. Das Geheimnis wird trotzdem aufgedeckt. Also dass die Affäre hier aufzudecken und sonst nichts weiter zu tun, das ist die Entscheidung, die aus meiner Sicht am wenigsten passt. Tut mir leid, wenn es hier so lange dauert, aber das hat wirklich eine unglaubliche Tragweite. Würde unser Kaiser wirklich so weit gehen, das Ganze zu vertuschen und dann aber irgendwie anders vorgehen? Also irgendwie, ich meine, am Ende des Tages ist er auch irgendwo Ränkespieler. Und er möchte kein Ärger. Also ist das tatsächlich, also auch hier würde er die Affäre ja aufdecken. Ja, das heißt, beide wären gebrandmarkt. Es würde sicherlich einen unglaublichen öffentlichen Aufschrei geben. Interessanterweise steht hier, dass das ein Akt der Tyrannei wäre. Hier steht aber, dass wir Elfric einkerkern können, ohne dass es Tyrannei ist. Ich
weiß nicht, ob sich das dann auf Plaisance bezieht, dass wir sie einkerkern. Also geht es so weit, dass unser Kaiser tatsächlich versucht, das zu vertuschen und dann hinter den Kulissen, ohne dass das Ganze groß Aufsehen erregt, hier irgendwie aktiv wird und irgendwie agieren wird. Was er aber auch bedenken muss, unser Kaiser, in dem Zusammenhang ist, dass, also er ist sich ob seiner beiden Söhne nicht sicher. Edgar, der nun gerade erst geboren ist, ist zumindest von seinem Blut. Entweder er ist sein Vater oder er ist sein Großvater, eins von beiden. Aber der Sache kann er sich relativ sicher sein. Wohingegen Elfwick ja hier einen, ja auch einen echten Verrat begangen hat. Und ich kann mir bei aller Nachsicht nicht wirklich vorstellen, dass unser Kaiser wollen würde, dass dieser Sohn ihm auf den Thron nachfolgt. Aber ich denke mal, eines nach dem anderen. Zuallererst wird er tatsächlich, weil er keinen großen öffentlichen Aufschrei will, weil er nicht will, dass alle zu ihm an den Hofe ziehen, irgendwelche Forderungen stellen, ob dieser Situation, dass er zuallererst einmal versuchen wird, diese Liebschaft hier zu vertuschen. Dann allerdings wird er daraus irgendwie seine Schlüsse ziehen. Und es ist jetzt ein bisschen die Frage, was er mit Elfwick macht. Er könnte ihn erpressen, er könnte ihn denunzieren. Wenn er ihn denunzieren würde, dann hätte er aber immer noch seine Erbansprüche. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass er als Reaktion darauf seinem Sohn Elfwick hier tatsächlich enterbt. Dass er ihn aus der Nachfolgelinie für diesen Verrat entfernt und damit dann entsprechend Edgar auch zu seinem Nachfolger und dem designierten König aufbaut. Ja, und Elfwick irgendwie in Zukunft versucht, klein zu halten. Keine Ahnung, vielleicht gibt es die Möglichkeit, ihn doch nochmal irgendwann irgendwo als Baron irgendwo entfernt einzusetzen, ihm irgendeinen entfernten, unbedeutenden Titel oder dergleichen zu geben. Dann versuchen, dass da Gras über die Sache wächst und das ganze Thema auf diese Art und Weise mit der Zeit einfach verschwindet und sich von selbst löst. Also das werden wir auf jeden Fall tun, werden ihn enterben. Enthält, enterbt, dann sinkt seine Meinung. Er kann damit keine Titel mehr erben. Das werden wir machen. Und damit ist er tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Die andere Frage ist, was macht er mit der Kaiserin? Einer Person, die er eigentlich bisher geliebt hat, die er vertraut hat, und er ist ihr selber ja niemals untreu gewesen, und weiß Gott, er hatte Möglichkeiten. Ihm sind nicht nur einmal von anderen Damen bei ihm aus dem Reiche Avancen gemacht worden. Ja, er ist nachsichtig, aber er ist im Kern auch irgendwo ein Ränkespieler. Wird er sie vielleicht erpressen? Ich meine, er hat das ja immer noch in der Hand. Interessanterweise ist das gegen ihn nur ein schwaches Druckmittel, gegen sie aber ein starkes. Wir können ihr ansonsten nichts tun. Wir können ihr Geheimnis aufdecken. Wir könnten die Ehescheidung ersuchen. Oh, und das würde der
Papst oder sogar annehmen. Das würde er sogar annehmen. Wahrscheinlich, weil sie eine bekannte Mörderin ist, ohne dass er das Geheimnis aufdeckt. Ich meine, die Leute werden jetzt natürlich nach diesen Geschehnissen trotzdem Fragen stellen. Warum hast du deinen ältesten Sohn, den zukünftigen Kaiser des Heiligen Sachsenreiches, enterbt? Warum hast du dich von der Kaiserin scheiden lassen? Warum hast du den Papst um eine Scheidung ersucht? Irgendwie wird unser Kaiser diesen Fragen immer ausweichend begegnen müssen, niemals wirklich darauf eingehend, immer nur beschreibend, dass er seine Gründe gehabt hätte, seine Gründe gehabt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er sie damit konfrontieren wird, so würde ich das mal interpretieren, dass er sie zur Rede stellt, seine Enttäuschung zum Ausdruck bringt und ihr damit auch zum Ausdruck bringt und ihr nahelegen wird, dass er auf diese Art und Weise nach diesem, ja, es ist ein Verrat, das muss man ganz ehrlich so sehen, dass er sie als seine Kaiserin an seiner Seite nicht mehr dulden und akzeptieren kann. Ich denke, die Nachsicht kann nicht so weit gehen, dass er nicht darauf reagiert. Er ist insofern nachsichtig, als dass er sie hier nicht einkerkert oder hinrichten lässt oder verbannt oder sonstiges tut. Aber dennoch muss er auf seine Art und Weise, auch wenn es ihm sicherlich schwerfällt und es eigentlich genau das ist, was er nicht will, aber seine Schlüsse daraus ziehen. Also er wird seine Noch-Kaiserin damit konfrontieren. 90%. Es könnte tatsächlich sein, dass sie das ablehnt. Und wenn sie das ablehnt, dann wird diese Affäre aufgedeckt. Aber dieses Risiko muss in Nikolas eingehen. Dann sind wir mal gespannt auf ihre Antwort. Und sie hat dem Ganzen zugestimmt. Und damit hat er jetzt ein starkes Druckmittel gegen sie an der Hand und wird aber dennoch vom Papst jetzt hier die Ehescheidung ersuchen. Das wird ihr in dem Gespräch sicherlich auch mitgeteilt haben. Ja, und dann ist die Frage. Wir stellen hier erstmal die Anfrage, wir schicken einen Boten nach Rom, der hier das Sendschreiben und das Gesuch unseres Kaisers übermittelt. Ich denke, er wird dem Papst gegenüber dieses Geheimnis nicht erwähnen und nicht aufdecken, sondern wird wahrscheinlich hier so ein bisschen auf diesem Mord rumreiten und wird es damit erklären wollen. Wir werden die Ehescheidung hier erstmal ersuchen und werden auch da auf die Rückmeldung warten. Nach viel Gebet und Mediation habe ich beschlossen, euch das Recht zu gewähren, euch von eurer Partnerin Plesson scheiden zu lassen, weil der Verdacht eines Ehebruchs besteht. Okay. Der Verdacht, sind da doch Gerüchte und mehr nach außen gedrungen? Naja, ich meine, unser Kaiser hat auch aufgrund seiner Faulheit viele, viele Diener bei sich am Hofe. Die Liaison dort irgendwie zwischen seinem Sohn und der Kaiserin, die ist sicherlich nicht völlig unbemerkt geblieben. Tja, und damit ist es geschehen. Damit ist sie jetzt nicht mehr unsere Ehegattin. Sie ist trotzdem bei uns aber noch am Hofe. Können sie tatsächlich nicht entlassen. Sie würde dem nicht zustimmen, weil sie enge Verwandtschaft zurücklassen würde. Puh, tja. Tja, und dann ist natürlich die Frage, wie geht unser Kaiser jetzt weiter vor? Also, er kann ja relativ sicher sein, dass der junge Edgar hier seines Blutes ist. Also, entweder halt, wie gesagt, auf direktem Wege, dass er tatsächlich sein eigener Sohn ist, oder zumindest sein Enkel. Ja, da gibt es sowas wie einen Halbenkel. Man hat ja dieselbe Mutter wie sein Vater. Oh Gott, mein Gott, man will gar nicht drüber nachdenken, aber ihr wisst, was ich meine. Auf der anderen Seite ist auch das natürlich irgendwo ein
ein ehrloses Kind. Wie so oft trägt das Kind natürlich keinerlei Schuld an dem, was passiert ist und muss vielleicht trotzdem darunter leiden. Unser Nikolaus ist 35, er ist noch relativ jung, er wird sich sicherlich auf die Suche nach einer neuen Kaiserin machen und wird vielleicht mit ihr auch nochmal Söhne haben und dann wird er entscheiden, was mit dem jungen Edgar passieren wird. Aber bis dahin wird er als sein Nachfolger erstmal aufgebaut werden. Also wir haben hier die Ehescheidung, damit ist natürlich auch das Bündnis hier mit König Angelbert von Westfranken hinfällig, aber auch er ist ein Perverser. Tja, wie scheint, fällt hier der Apfel mal wieder nicht weit vom Pferd. Eieiei, was für eine Familie, die Familie Bourgeon-Comté. Naja. Und es gibt hier einen Krieg. Ein Krieg um den Anspruch von Prinz Volke auf das Königreich Schweden. Ei, jetzt ist König Kol ja auch letztens bei uns am Hofe gewesen, um hier seine Eide zu schwören. Und jetzt gibt es einen Krieg angeführt von der Herzogin von Westgotland. Und es geht um die Ansprüche dieses jungen Mannes, Prinz Volke. Er ist der Sohn von König Balder. Ja, tatsächlich. Also er ist der direkte Erbe, da es in Schweden aber eben noch genau, die Skandinavier-Wahl gibt, ist er eben nicht zum Zuge gekommen und versucht jetzt sein Recht hier mit einer entsprechenden Fraktion durchzusetzen. Oh mein Gott, Leute, was sind das aber bitte hier für Geschehnisse, in die wir jetzt hier hineingetrudelt sind? Das wird das Weltbild unseres Nikolaus, der eigentlich ja gerade das Nichtstun hier so sehr genossen hat, ziemlich durcheinander gebracht haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er damit jetzt weiter umgehen wird und was im Zweifel daraus jetzt noch folgen wird. Das schauen wir uns dann an in und ab der nächsten Folge. Seid dann unbedingt weiter und wieder mit dabei. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.